In diesem Video stelle ich dir Waves AgeComp vor. Was diesen Kompressor so besonders macht, wie du ihn am besten anwendest und warum er auch für Anfänger geeignet ist, das zeige ich dir gleich. Hi, ich bin Martin von songwriteronline.com und wenn du das erste Mal auf diesem Kanal bist, hier geht es um Songwriting, Mixing und Musikproduktion. Wenn dich das interessiert, dann drück auf jeden Fall jetzt auf den Abonnieren-Button. Waves Edge Kompressor ist Teil der Waves Hybrid Serie. Das sind Plugins, die Vintage Hardware emulieren, aber eine moderne Bedienoberfläche haben. Der Edge Comp hat ein paar richtig feine Features, die andere Kompressoren so nicht haben. Und welche das sind und wie du sie anwendest, das zeige ich dir jetzt im Praxisbeispiel. Los geht's! Ich zeige dir den AgeComp heute an einer Schlagzeugaufnahme. Ich habe den AgeComp hier in meinen Drum-Bass geladen. Wir hören mal ganz kurz in das Beispiel rein. Okay, so klingt der Schlagzeug alleine und ich habe es, wie gesagt, in den Drum-Bass hier geladen. Der AgeComp sind verschiedene Vintage-Kompressoren, die sich unter dieser modernen Bedienungsmaske hier verbergen. Und der AgeComp hat ganz normale Einstellungen, wie jeder andere Kompressor auch, wie zum Beispiel Threshold hier, Attack, Release und Ratio. Ich probiere zunächst mal hier die Threshold so reinzufahren, das ist jetzt hier die Standardeinstellung, dass wir eine einigermaßen ordentliche Kompression hier haben, so wie ich es haben möchte. 2 bis 3 dB Kompression sollten funktionieren. Ich muss natürlich noch einschalten. Okay, das klingt schon ganz gut. Wir haben eine Kompression von 3 zu 1. Das ist auch ganz ordentlich. Und jetzt kommen wir zum ersten coolen Feature dieses Kompressors und das ist die automatisierte Release-Zeit. Du kannst also die Release-Zeit hier automatisch an die Geschwindigkeit deines Songs oder deines Mixing-Projektes anpassen und das ist schon mal ziemlich cool. Wir haben jetzt also hier 86 BPM und wenn ich jetzt hier auf Host gehe, dann stellt er mir die Release-Zeit hier automatisch auf 86 BPM ein. Und das kann jetzt für Anfänger schon ganz interessant sein oder wenn du dich noch nicht so wirklich sicher fühlst bei der Arbeit mit dem Kompressor, kann das richtig cool sein, weil er dir die Release-Zeit automatisch einstellt. Das heißt jetzt nicht, dass das hundertprozentig schon so passt, aber gerade wenn du Bassdrums hast, wie zum Beispiel im EDM-Bereich oder wo du sie immer auf die Downbeats hast, dann ist das schon mal ein sehr, sehr guter Ausgangspunkt, um die Release-Zeit einzustellen. Ich schaue mir jetzt nochmal die Attack-Zeit und die Ratio ein bisschen an, ob das alles so passt und dann komme ich auf die anderen Sonderfeatures dieses Kompressors nochmal zu sprechen. Lass es nochmal solo laufen. Nicht so eine starke Kompression, weil es hier auf dem Drum Bass ist. So fahren wir jetzt ganz gut. Wir haben so 2 bis 3 dB Kompression allerhöchstens. Attack vielleicht noch ein bisschen runter. Release-Zeit hat er uns schon eingestellt. Automatisch, das ist schon mal sehr gut. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Drehregler hier an und das ist der Punch-Button. Das ist so eine Art Transient-Designer. Das heißt, du kannst die Transienten beeinflussen. Du kannst mehr Punch, mehr Knalligkeit und mehr Druck hinter deine Drums bringen. Also eine Art eingebauter Transient Designer sozusagen. Und das probiere ich jetzt einfach mal. Ich probiere ein bisschen mehr Druck rauszuholen. Was vielleicht für die Fortgeschrittenen ganz wichtig ist, ist, dass dieser Punch-Regler hier unabhängig von deiner eingestellten Attack-Zeit arbeitet. Und das ist sehr cool. Also du kannst unabhängig von der Attack-Zeit hier den Punch einstellen. Das probieren wir jetzt einfach auch mal. Immer hier rüber, wo die Toms spielen. Ja. Thank you.
Es ist subtil, aber bei den Toms hört man es relativ gut, dass sie ein bisschen mehr Durchsetzungskraft kriegen und ein bisschen mehr Punch, ein bisschen mehr Knalligkeit bekommen. Es ist ein Transient-Designer, ein eingebauter, der ist nicht so effektiv wie jetzt andere Transient-Designer, aber so ein bisschen mehr Druck kann man dahinter doch erkennen. Gehen wir als nächstes zu diesem Regler hier und das ist der Analog-Button. Und hier kannst du dir Emulationen von verschiedenen Vintage-Kompressoren reinladen. Und das ist auch wieder jetzt für Anfänger ganz gut geeignet, wenn du nicht weißt, was heißt Field-Effected Transistor oder was heißt Voltage Amplified Compressor oder was ist ein optischer Kompressor, wenn du da aussuchen musst wie bei anderen Modellen, sondern hier hast du einfach aus 1, 2, 3 oder 4 zwischen diesen verschiedenen Kompressormodellen, analogen Kompressormodellen, kannst du hier rumswitchen und kannst du ein bisschen nach Gehör gehen und das mache ich jetzt einfach mal. Ich bin erst auf Off hier und dann versuche ich mal die verschiedenen Vintage-Kompressortypen oder die verschiedenen Kompressortypen, analogen Kompressortypen einfach auszuprobieren. Wir müssen auch nochmal über die Toms spielen hier. Los geht's. Probieren wir mal Typ 1 erst. Ja, anderer Kompressortyp. Also mir hat Typ 3 hier am besten gefallen, was immer für ein Kompressortyp das jetzt auch ist, ob es ein FET ist oder ein VCA, weiß ich nicht, aber das ist auch nicht so wichtig und interessiert auch niemanden so wirklich, weil du willst ja wissen, dass dein Mix möglichst schnell gut klingt, habe ich recht. Deswegen kannst du hier einfach zwischen diesen vier verschiedenen Kompressor-Emulationen, sage ich mal, auswählen, um rauszufinden, welches Timbre oder welche Kolorierung dir am besten gefällt. Dann gehen wir mal hier weiter und hier hast du einen Dry-Wet-Regler. Hier kannst du im Prinzip so eine Art Parallel Compression machen. Das heißt, du kannst das nicht komprimierte Signal mit dem komprimierten Signal direkt im Kompressor mischen, ohne dass du dir so einen Parallel Drum Bass anlegen musst, wo du dann dir nochmal einen anderen Kompressor reinlädst, den nochmal extra komprimierst, stärker komprimierst für die Parallel Compression. Das kannst du hier direkt machen, das können jetzt andere Kompressormodelle auch. Aber ich zeige dir das auch mal kurz. Also wir gehen jetzt hier von keiner Kompression bis in die volle Kompression. Das heißt, ich kann das hier den Anteil von dem trockenen Drumsignal bis zum voll komprimierten Drumsignal hier ganz gut mischen. Einmal voll rein. Kompression voll offen. Das ist das trockene Signal. Das voll komprimierte Signal. Und die kann ich jetzt so mischen, wie ich möchte. Hier hast du noch deinen Output-Regler, kannst du dann anpassen, dass die Lautstärke, dass er nicht einfach nur lauter wird. Probieren wir auch mal kurz. Wo ist es? Aber das passt einigermaßen hier. Du hast noch einen eingebauten Limiter mit drin und du kannst hier noch einstellen, was du sehen möchtest. Also das Signal, das reingeht, die Gain Reduction, die im Prinzip wichtig ist und wie das Signal wieder rausgeht. Aber wir interessieren uns hauptsächlich für die Gain Reduction und hören uns das jetzt einfach nochmal im Gesamtmix an. Ich schalte ihn erstmal aus und dann an. Im Gesamtmix hat man es gar nicht so gut gehört, aber wenn ich es jetzt solo mache, dann hörst du schon, dass mit dem zugeschalteten Kompressor, dass die Drums wesentlich mehr Punch haben
und dass die ganze Sache auch richtig gut klingt. Und ich finde, das hat schon so ein bisschen so ein Vintage-Touch, die ganze Sache. Und sind ja auch Vintage-Kompressoren oder Emulationen von Vintage-Kompressoren hier eingebaut. Aber die Bedienoberfläche ist sehr modern und sehr, sehr einfach gehalten auch. Das heißt, es ist sehr klar, es ist sehr sauber anzuschauen. Was ich richtig gut finde an diesem Agecomp, ist wirklich diese Release-Zeit, die du automatisch einstellen kannst. Ich finde gut, dass du einfach aus 4 verschiedenen Analog-Typen oder Vintage-Kompressor-Typen auswählen kannst. Also du musst nicht wissen, was ist ein FET-Kompressor, was ist ein VCA-Kompressor. Das ist ganz gut. Du kannst einfach so ein bisschen intuitiv nach Gehör hier dir den Kompressor-Typ auswählen, der dir gut gefällt. Und du kannst hier auch gleich eine Parallelkompression direkt in dem Kompressor vornehmen, indem du das unkomprimierte Signal und das komprimierte Signal so mischst, wie es dir am besten gefällt. Ich finde, das ist ein recht gutes Teil und er klingt auch gut. War jetzt bei in diesem Beispiel vielleicht nicht so ganz wahnsinnig auffällig, aber er klingt richtig gut und klingt wie ein schöner Vintage-Kompressor, bei dem du von verschiedenen Typen auswählen kannst. Das war's schon vom Agecomp. Ich finde ein richtig cooles Teil. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen für dieses Video, aber am meisten interessiert mich natürlich deine Meinung. Was hältst du von diesem Agecomp? Ist diese automatische Release-Zeit, diese automatisch einstellbare Release-Zeit hier eine gute Option? Ist es eine gute Option, hier ein bisschen blind zwischen den Kompressortypen hin und her zu schalten oder überzeugt dich die ganze Sache nicht so ganz? Bitte lass es mich unten in den Kommentaren wissen. Ich würde mich riesig freuen und wir sehen uns nächste Woche wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann.